Lass mich doch mal in Ruhe lesen hier. Mann, ey. Na also. Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen hier bei unserer Runde. Unserer Reise im Land der Verbannten in Conan Exiles. Und ihr seht schon, wir sind wieder am Webersende. Diesmal nehme ich den Vordereingang. Schneid euch einmal raus, bis wir diese Kristallkisten gefunden haben. Ich kämpfe mich da mal fix durch. Euch stelle ich natürlich alle auf Aggro. Da dürft ihr jetzt echt aggressiv sein. So. Und dann reitet ab hier, ne? Meine Güte. Da sind sie auch schon, die Kisten. Also da ist schon mal eine. So, hier haben wir einen blauen Kristall. So, und jetzt muss ich sterben oder was? Eins zur Not, können wir da die Wand runterklettern? Hä? Was? Ach, da oben. Wir haben Beschäftigung, ne? Ist das denn nur diese eine Kiste? Ja, ne? Denke schon, oder? Weil ist jetzt eh zu spät. Ach, da komme ich. Nee, ich komme nicht hoch. Weil ich kann nicht klettern. Ich kann hier nicht klettern. Nein, nein. Ach, du ahnst es nicht, ey. Hi. Ah, ihr seid schon hier. Na, das ist ja toll. So, ach, ihr habt die Spinne hier schon erledigt. Gut. Dann würde ich doch sagen, wir gehen einmal rum, machen alle Spinnen platt hier. Und dann machen wir das gleich im Anschluss. So, dann machen wir die noch eben platt hier. Warum schießt er wieder nicht? Ihr schön in den giftigen Stachel gehauen und kaputt. So, die sind alle noch recht fit. Gut. Was haben wir denn hier? Gehärteter Streitkolben. Upp, Stahlfeuer kann sie behalten. So, noch ein Dietrich mitgenommen. Auch nicht schlecht. So, die Kiste können wir wieder plündern hier. Drücke E. Hä? Was? Wie? Hab ich doch hier. Hat er jetzt... Ich hab jetzt nicht nur weißes Färbemittel dafür gekriegt, oder? Ist das für eine Scheiße? Ernsthaft? Weißes Färbemittel? Ist das für eine Arschkacke? Gibt's ja denn noch andere Kisten? Das muss ich jetzt wissen, Leute. Ey, hier sind keine Kisten mehr, ne? Nee. Was ist das denn für ein Quatsch? Weißes Färbemittel. Und dafür habe ich mir die Knochen gebrochen. Was ist das für ein Scheiß, ey? Voll die Verarsche. Betrug. Ich wittere Betrug. Ernsthaft? Habe ich schon. Naja. Hä? Jetzt fühle ich mich echt veräppelt, Leute. Weißes Färbemittel? Naja. Egal, ich gehe hier mal raus und wir sehen uns dann im Nordmannland wieder, ne? 3.
So, jetzt bin ich hier in unserer alten Behausung, in unserer neueren Behausung eigentlich. Ich wollte noch mal ein paar Sachen ausladen, die ich gerade in Webers Ende noch eingesammelt habe. Ich mache hier jetzt auch keine Ordnung. Das. Ich hole das sowieso alles noch mal irgendwann ab. Kann raus, Schwefel. Hier, das weiße Färbemittel, das bescheuerte. Oh mein Gott, ey. So, gut. Dann gehe ich jetzt mal rüber in die Dörfer, die wir schon so besucht haben und hoffen auf eine Dalinsia. So. Okay. Wir schauen mal. Also die Wege lang nehme ich euch nicht mit, ne? So. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Wir müssten noch ein bisschen weiter. Ich will hier hin. Zum Klagenwald. Also müssen wir umdrehen. Da gehe ich nicht rein. Da sind mir zu viele. Da ist noch einer. Den kriegen wir aber, oder? Den kriegen wir alleine, ne? Wer bist denn du? Ach, nichts Besonderes. Gut. Bin ich denn noch richtig? Ja, fast. Bisschen die Richtung, ne? Hinter dem Berg. Hinterm Berg zum Zwerg. So, und dann hoffen wir noch mal auf Berserker. Ich weiß noch nicht, wenn ihr mal einen Tipp habt, habt ihr ja jetzt hier auf, ich habe dir jetzt hier auf aggressives Verhalten im Wachverhalten und defensiv im Folgen wieder. Das Problem ist nur, sobald ich mich kloppe, kloppen die ja trotzdem mit. Und ich habe jetzt gar nicht für alle eine Keule. Die sollen aber auch nicht sterben, ne? Ei, hier sind ein paar, du. Meine Fresse, wie viel sind denn von denen hier? Ach, nehmen wir Leuchteschleim mit hier. Knochen habe ich noch. Aber Leuchteschleim, habe ich auch noch Leuchteschleim, aber verdammt, das hast du, ne? Haben wir alle nur den Scheiß mit, ne? Das. Und Knochen. Ah, Knochen. Mehl, ich weiß nicht. Damit muss ich mir die Taschen jetzt nicht voll machen, ne? Au. Wo kommen die denn alle her? Ist hier ein Nest oder was? Wo kamen die denn jetzt alle weg? Hallo? Alter Schwede, ey. Das war jetzt aber blöd. Ein ausgestopftes Wildschwein. Nein, das wollen wir nicht. Und so ein Runenstein. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll und wofür ich die brauche. Ist hier denn noch irgendwie was Besonderes? Nö. Was haben wir denn da? Oh, da bin ich jetzt aber zufällig hier drauf gestolpert, drauf gestoßen. Was ist das? Ah, Junge! Nur schreck doch nicht so! Was hat er denn jetzt, ey? Ach, und er, die beiden haben auch noch mitgemischt. Die habe ich gar nicht gemerkt. So. Reingehen oder nicht reingehen? Das ist hier die Frage. Siehst du, die kommen alle aus dem Boden hier, ey. Und schon haben sie mich wieder eingekesselt hier, ne? Das nervt doch sowas von, ne?
Ich habe schon so viele von diesen Waffen-Rap-Kits, ne? Ich glaube, ich lasse die echt mal liegen langsam. So, wo war denn diese Höhle jetzt hier? Ha? Hallo? Da. Da muss ich hin. Hm, aber hier ist nichts, ne? Hier geht's auch nicht rein. Der Hügelkönig. Oha. Will ich hier rein, ist die Frage, ne? Naja, ach du Scheiße. Bist du alleine? Bist du Freund oder Feind? So wie du da mit deinem Nacken. Oha. Au, au, au. Aber. Ich habe, es ist der König oder sein Geist. Der König der Tiefe besiegen, freigeschaltet. Jetzt habe ich hier eine Diadem der Riesenkönige. Mittlere Polsterung, perfektionierte mehrlagige Seide, gehärtetes Stahlschwert. Der ist ja niedlich, du. Bevor ich dich platt mache, brauche ich nochmal Ehren hier mit Öl. Ne, mit Ä war das, ne? Ja. Yeah. Der König. Da war er dahin, der König. So, okay. Ach so, ich wollte ihn ja noch zerlegen. Mist. Noch ein Diadem, aber kein Dietrich, ne? Wo sind denn meine Dietriche wieder? Was? Wieso? Hä? Habe ich die wieder irgendwo rausgepackt? Och man, no. Du hast sie auch nicht, ne? Na toll. Hoffentlich sind hier keine Dietrich-Kisten. Bezwinger des Königs der Tiefe habe ich jetzt freigeschaltet, okay. Okay, aber hier gibt es keine Kisten, ne? Nö. Nun ja. Jetzt haben wir den Hügelkönig platt gemacht. Oh, ganz zufällig. Eieieiei. Sachen machen wir. So, eigentlich wollte ich hier auch gar nicht hin. Ich wollte ja eigentlich... Also, zum Klagenwald. Wo bin ich hier denn jetzt, ey? Wie laufe ich eigentlich schon wieder? Also eigentlich muss ich hier so rum. Da, die Richtung ungefähr, ne? Okay. So, darum habe ich gesagt, ne? Nicht da so. Komm, wir gehen hier und dann gehen wir da rum. Ist das dieses eine Dorf? Ja, dann muss ich hier doch wo rein. So, ihr bleibt jetzt mal kurz hier, nicht mehr folgen. Wo auch immer du dich hinschleichst, nicht mehr folgen, habe ich gesagt. Ach so. Ich werde aufpassen, nicht, dass ich hier das Falsche sage, ey. Na gut. Hi. Du bist nicht, was ich suche. Gut.
Na komm, dann gehen wir hier mal durch. Guten Tag. Hier war jetzt irgendeine Gespenstererscheinung hier. Ach, du bist Lohnung abgeschlossen. Naja. Hier ist noch eine Kiste. Ich kann auch nichts mehr tragen, ne? Nee, lass mal hier für Wichtigeres, ne? Oh, trinken soll ich vielleicht mal einen Schluck. Ah. Ja, besser ist das, ne? Machen die dann, Chicken Dance. Ah, hier ist ein Buch. Heute entdeckte ich ein wirres Wiesel von einem Mann, der versuchte, Lebensmittel aus dem Dorf zu stehlen. Als ich ihn stellte, behauptete er, er wäre Ragnus, der Fürst von diesem und jenem. Ich näherte mich ihm, um ihm zu helfen, doch er kreischte vor Angst und zog sich in eine Ecke zurück. Als ich versuchte, den Mann zu beruhigen, Alter, ich bin doch noch am Lesen. Lass mich doch mal in Ruhe lesen hier, Mann, ey. Na also. Was? Jetzt? Kann ich jetzt in Ruhe Ende lesen? Ich näherte mich ihm jetzt kreischend. Als ich versuchte, den Mann zu beruhigen, verlor er den Verstand und ging mit einem Heilboot auf mich los. Ich war bereit, ihn mit meinem Schwert niederzustrecken, doch das war nicht nötig. Der seltsame Mann stolperte über seine eigenen Füße, fiel zu Boden und schlug sich so selbst den Schädel ein. Wir leben wahrlich in seltsamen Zeiten, schließlich. Oh ja. Au, 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 jetzt hör mal auf, du. Erst ausweichen, schlagen lassen, dann ich dran. Ja. Also gegen zwei oder drei wird es echt kritisch hier, ne? Hier ist zum Beispiel nur einer. So. Aber sonst ist hier auch nichts drin, ne? Nee. Du kommst aber alleine, ne? Was? Ah, it's a little bit buggy. Nur mal so nebenbei erwähnt. Ne? Ist ein bisschen buggy. Sternmetall-Axt. Aber den Rest lasse ich jetzt hier. Echt? Ist nur ein klein wenig buggy. Ach, guck mal, hier steht auch noch eine Kiste. Das nehme ich mit, den Rest lasse ich hier. So, hier kommen jetzt welche. Da rennt einer. Keiner hier hinten rum. Aha. Hey.
Ach, da kommen gleich mehrere. Super. Da kommt der erste. Ah, der zweite. Irgendwo ist noch einer, ne? Nächste, sag ich doch, irgendwo ist noch einer. Ja, renn doch weg. Ihr rafft das nicht, wollte er sagen. Letzte Worte hat er nicht mehr rausgekriegt, du. Ja, wie? Was? Wieso? Was? Wo war denn noch einer jetzt hier? Ach, da unten. Hallo Sie? Ach, der Magier. Hallo, hallo. Hier. Oh, au, au, au. Boah, ein Dreierzauberer. Ja, guck mal, nehmen wir doch. Davon habe ich schon so viele, die lasse ich jetzt hier, ne? Ist hier noch wer? Ne, ne? Haben wir alle rausgejagt hier. Alle verjagt hier aus der Bude. So, keine Kiste hier. Nix, wa? Kein Buch, keine Kiste, kein gar nichts. Ne. Hier bin ich schon wieder am Eingang. Aber ich habe doch noch gar nicht alles. Hier war doch auch noch was los. Habe ich gedacht. Ach guck mal, da unten steht noch eine Kiste. Die habe ich doch schon gesehen, ne? Ja, ja. Ha, sind wir durch? Anscheinend sind wir durch. Hier ist ja nichts mehr, ne? Hallo, ist hier noch jemand? Nö, aber hier, das habe ich übersehen. Meine cimmerischen Brüder und Schwestern halten mich für verrückt, weil ich in der Wildnis nach Nahrung suche. Denken Sie wirklich, wir können ewig von Kaninchen und Met leben zum Teufel damit? Mag ja sein, dass die Toten durch das Land streifen und das Heulen der Wölfe durch die Hügel schallt. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Ich habe einfach die Schnauze voll von Kaninchen und Met. Ich habe mir notiert, was ich suchen muss und breche im Morgengrauen auf, um die passenden Zutaten zu beschließen. Gut. Hatte ich hier vorhin gar nicht reingeguckt? Dass ich das Buch nicht gesehen hatte? Hm. Anscheinend nicht, ne? Aber sonst ist ja auch nichts, ne? Keine Kiste, nichts. Gut. Dann wollen wir mal wieder zurück hier. Was mit dir? Ach, du hängst ja so halb in der Luft. Ach so. Ja, Mai, moin. Ja, hier ist ja alles noch ganz gechillt. Ja, das ist ja hier. Mein Gott, nimm doch den da. An dich? Nee. Hä? Aber die habe ich doch auch schon ausgewählt. Was ist denn los da? So. Ja, ihr Lieben. Hier war nichts. Berserker-technisches oder was, ne? Gucken wir mal im nächsten Dorf. Hier so rein. Gucken wir uns das mal an. Oder gehen wir lieber hier? Hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hier ist ja das Camp, in dem wir schon mal waren, ne? Hm.
Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir einfach mal hier die beiden Dörfer ab und gucken da mal weiter nach Berserkern. Aber das mache ich dann im schnelleren Durchlauf. Weil jetzt haben wir ja schon ein bisschen was an Zeit hier verbracht. Ich will es ja auch nicht allzu langweilig gestalten und hier immer nur die Dörfer machen. Aber wir haben den Hügelkönig entdeckt. Das ist auch mal eine feine Sache. Ja, könnte sein, dass diese Folge heute ein bisschen kurz wird, weil ich viel rausschneiden muss, viel laufen und so. Ja, wir werden sehen, wenn die Folge fertig geschnitten ist. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann wisst ihr, was zu tun ist. Daumen nach oben. Kommentar da lassen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, auch gerne ein Abo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.